Ich bin der Florian Eichinger, mein Beruf ist Betriebslogistik-Kaufmann und ich bin im ersten Lehrjahr. Also ich bin derzeit im Zollbüro, da mache ich in der Früh immer die Systeme für die Maschinenteile und Roboterteile aus Tschechien. Die muss ich immer einbuchen und muss alles kontrollieren, ob der Wert und das Geld alles stimmt und das Gewicht. Es gibt dann einen Wareneingang. Ja, da tue ich halt die Paletten ausrahmen, da sind meistens so Backerl oben, wo die Teile drin sind, was wir für die Maschinen brauchen oder fürs Lager, so kleine, wie man sagt, Kleinteillager. Da sind so viele Maschinen, die Schrauben und alles, die muss halt alles aus dem Paket raus tun. Ich habe mich für den Engel entschieden, weil der Engel einfach einen super Ruf hat bei der Lehrlingsausbildung. Und es gibt viele Möglichkeiten zur Weiterbildung, wie Lehre und Matura oder einfach Aufstiegsmöglichkeiten, was man auch viel hat. Besonders die drei verschiedenen Abteilungen, Wareneingang, Lager und Einkauf, taugen mir voll. Und die netten und hilfreichen Kollegen und Ausbildner, die Arbeitszeiten und die weiteren, also die Zusatzmöglichkeiten an Ausbildungen, was man zusätzlich noch machen kann und die Prämien und alles, was es noch so gibt. Also auf jeden Fall, man muss zuverlässig sein, dass sich der Chef auf die verlassen kann, vor allem im Zollbüro und im Wareneingang zum Beispiel der Pakete, dass die wirklich, wenn sie am Montag in der Früh kommen, dass spätestens am Dienstag, Mittag, das ausgeliefert werden, weil die Personen ja die jeweiligen Pakete brauchen. Und man soll halt wirklich genau auch sein.